Ganz ehrlich, Freunde, sieht das hier langweilig aus? Wenn ich sehe, wenn mein Produktionsmeister eine neue Wurst kreiert, das ist so, als wenn Hermann Löns ein Gedicht vorliest. Wir selber haben über 80 Produkte, die wir selber hier herstellen. Wir haben coole Sachen, neue, wie zum Beispiel ein Pastrami, wo eine Rinderbrust benötigt wird, gesmoked wird über verschiedenste Prozesse. Und so wird das bei uns eigentlich selten langweilig. Das ist das Vega Stripes, das ist oben drauf auf dem Schaufelstück, auf den Knochen. Und hier haben wir einmal das Terrace Major, das ist auch ein sehr gutes Stück Fleisch. Und hier haben wir das klassische falsche Filet. Und das spiegelt auch genau das wider, was wir sind. Zweimal coole, innovative Steaks, wo alle anderen Metzger Gulasch oder Gehacktes oder was auch immer draus machen. Es ist jedes Mal wieder was Spannendes. Ich weiß, dass wenn ich das jetzt in der Hand habe, dass für meinen Genuss eine Kreatur gestorben ist und ich da jetzt kein Suppenfleisch draus mache, sondern das versuche, so bestmöglich und wertig zu vermarkten, dass das auch wirklich dem gerecht ist, was der liebe Gott uns auch gegeben hat. Wir überzeugen dermaßen mit guten Produkten, mit Wissen, mit handwerklichem Geschick, dass wir uns da vor keinem verstecken müssen. Das Lebensmittelhandwerk ist, dass wir Emotionen wecken, dass wir im Zweifel setze ich mich mit den Kunden ins Auto und fahre los und dann gucken wir uns die Schweine im Stall an oder die Rinder auf der Weide. Unser Herzblut steckt da auch drin, jungen Leuten das zu zeigen, was wir für einen coolen Job haben. Mit diesem tollen Handwerk kann man es bis zum Meister bringen und der Meister ist gleichbedeutend mit dem Bachelor Professional. Bei uns kann sich jeder bewerben, wer Spaß an Lebensmitteln hat, der so ein bisschen Muckis in der Arme hat, gerne per Mail ganz klassisch vorbeikommen, fragen, wie sieht's aus. Auch oldschool mit einer Bewerbung rausschicken, also da sind wir völlig flexibel. On top gibt's bei uns auch die Azubi-Karte.